RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. So marschieren wir Seite an Seite über den roten Platz, mein roter Spatz und ich, mein Kamerad und mein Freund, immer in Richtung der Sonne. Ernst Thälmann hat uns vereint. Wow, Mord, hast wieder ein kommunistisches Gedicht ausgegraben, wa? Tja, man tut, was man kann. Und irgendwie bleibt so ein bisschen DDR immer drin. Aber mal was anderes. Was kannst du denn hier so in Russland machen? Ich war hier noch nie. Ah, mein Bester, dir kann geholfen werden. Schauen wir mal, was der Reiseführer spricht und was der über Russland so zu erzählen hat. Mensch, dein Reiseheft hat's echt in sich. Ich staune immer wieder, was das alles so weiß. Ja, ja, der ist schon helle. Also, wir sind hier auf dem Kosomskaja-Platz. Das kann keine Sau aussprechen. Naja, der ist auf jeden Fall Platz 3 der Bahnhöfe. Ist ja eigentlich logisch, was? Sonst würde der Zug ja hier nicht halten. Weißt du, was ich glaube? Dein Reiseführerheft, das ist ja nicht so schlau, wie er es immer tut. Mann, Mohat, seit wir aus Berlin weg sind, jammerst du rum und über den Reiseführer. Nee, nee. Ja, mag schon sein. Dann war eben der Schreiberling nicht so helle. Ich meine, wenn er schreibt, dass wir uns unbedingt einen Bahnhof ansehen sollen. Aber das ist doch nur ein Heft. Da stehen Sachen drin, die das Reisebüro reingeschrieben hat. Ach, ich lauf in der Zwischenzeit mal zum Kreml und schau mir das Ding mal näher an. Hoi, komm besser mit. Ich meine, ich kenne dich ja, ne? Man kann dich ja nicht alleine lassen. Das ist ja schlimmer wie mit einem kleinen Kind. Das ist nur, weil ich seit 2 Tagen nur Zugbier trinke. Das ist absolut nicht gut für mich. Ich brauche mal was Ordentliches. Haben du eben gesagt, ordentlich Alkohol brauchen? Boah, ja, hab ich. Sie können Deutsch? Boah, cool, Lenny. Du, bist du dir eigentlich sicher, dass wir hier in Russland sind? Die können Deutsch sprechen. Sind wir? Ich war 5 Jahre in Deutschland und habe studiert. Na toll, und dann wieder in der Heimat und nun verkaufen sie hier Alk? Klasse Job. Ich wusste ja nicht, dass man dafür studieren muss. Ich könnte mir Ihnen auch alles besorgen in Berlin. Du könntest mir beschaffen auch Drogen und Alkohol und ihn nach Russland schmuggeln? Ich kann sogar, wenn ich will, 2 Bierdeckel aus der Marktschinke schmuggeln. Und Lenny hier hat damals als Drogenkurier gearbeitet. In Italien. Da ist Schmuggeln doch kein Problem. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Das kommt mir alles polnisch vor. Du meinst Russisch, Alter? Ja, stimmt. Russisch. Mensch, Mohat, erzähl doch nicht jedem gleich die Sache mit dem Italien-Job. Italien, da müssen wir auch nochmal hin. Besser gesagt, nach Rom. Da freue ich mich tierisch drauf. Was nun sei mit den Drogen und so können besorgen? Können schon, aber... Keine Bewegung, du verhaftet sein. Wegen Drogenhandel und versuchten Schmuggeln die von die Alkohol nach Russland. Ich wusste doch, dass da was nicht stimmt, Mohat. Du und dein großes Maul bringen uns immer in Teufelsküche. Meinst du, da gibt's auch was Leckeres zu essen? Wo, im Knast? Naja, ich dachte ja an Teufelsküche. Nee, da gibt's nur Wasser und Brot, Alter. Wir sind in Moskau. Du bist echt krass, Alter. Wir werden verhaftet und du bleibst locker. Wie machst du das? Uns drohen hier 6 Jahre wegen Schmuggels und Drogenhandels und du verziehst keine Miene. Einfach nicht drüber nachdenken, genau, das wird's sein. Einfach nicht nachdenken. Das merke ich, dass du oft nicht mitdenkst. Das ist ja nicht das erste Mal. Apropos Einfall, ich rufe nach Makaro an. Mohat, tickst du noch richtig? Ich meine, wir sollten uns lieber einen Anwalt besorgen und du willst das einzigste Telefonat, was wir haben, für einen Anruf zu Karo nutzen. Ja, warum nicht? Ich meine, ich erzähle ihr, dass wir hier in Russland einen Kampfeinsatz hatten, uns die Bullen geschnappt haben, als wir ein paar Flaschen Wodka schmuggeln wollten. Ja, tolle Idee. Und was soll uns da helfen, bitte? Ich meine, wow, ist genauso, als wenn ich Gabi anrufe und ihr das erzähle. Wow, die wird sagen, klasse Sache, schau mal, wie du zurechtkommst. Ja, nee, ist klar. Karo hat hier Verwandtschaft. Sie meinte, wenn wir mal nach Russland kommen und Probleme mit der Polizei haben, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ihre Verwandtschaft würde das nämlich schon regeln. Ja, da bin ich aber mal gespannt. Ich brauche nun erstmal was zu trinken. Eventuell du wollen Wodka? 3 oder 4 Flaschen wären toll. Okay, nachher auf Wache. Wir machen uns gemütlich. Wir trinken 1, 2, 3 oder auch 4 Flaschen? Ganz genau.